Hallo miteinander. Na, heute ist es ein bisschen kühler. Ihr seht schon, ich habe eine Jacke übergezogen. Es ist zwar hell und ich hoffe, es bleibt so, denn heute wird die Patrol Suisse üben für das Wochenende. Ich werde mir das nachher anschauen. Nur, das Erste, was ich euch heute mal fragen möchte, die Gedanken, die du jetzt gerade hast. Ja, genau diese jetzt. Sind das deine? Oder gehören die sonst irgendjemandem? Hast du das irgendjemandem abgekauft? Hat man dir gesagt, so ist richtig, so ist falsch, das ist gut und das ist schlecht? Wie ich das meine. Also in unserer Familie gibt es Menschen, die wissen immer über alle Bescheid und über jedes Bescheid. Und jetzt hört ihr gerade, kommt ein Flieger, Entschuldigung, von in der Nähe des Flughafens. Und die wissen immer alles. Es gibt solche, die schmieren dir ständig und ewig irgendetwas aufs Brot, das mit dir oder mir nichts zu tun hat. Dann gibt es solche, die reden Klartext. Und dann war da meine Oma. Und meine Oma, die hat immer gesagt, wisch erst vor deiner eigenen Haustüre. Warum tun wir das nicht? Warum lenken wir uns ab, lassen uns ablenken von Dingen, die gar nicht uns gehören. Warum ärgere ich mich über irgendetwas, über irgendjemanden? That's not life-threatening to me. Müssen wir das machen, damit wir beschäftigt sind, damit wir nicht hier reinschauen? Ja, genau. Mit dir selbst beschäftigen. Damit du ein bisschen besser spüren kannst, ob etwas dir gehört oder nicht, setz dich einfach aufrecht hin, Füße auf den Boden. Wenn du dich nicht gewohnt bist, achtsam zu sein, dann halte deinen Daumen hier als Schlüsselbein, die Hand drauf, atme einen Moment ruhig und dann frage dich, sind das meine Gedanken, meine Gefühle, gehört das zu mir? Und wenn das leicht wird, dann sind es definitiv nicht deine. Hey, Return to Sender. Du kennst das Lied, oder? Return to Sender. Genau, von Elvis Presley. Halte das so, einfach Return to Sender. Du brauchst nicht wissen, von wem, einfach. Wenn es dann aber so schwer wird, wenn das dann dich so runterdrückt, dann hatten wir es doch diese Woche schon einmal. Du hast immer die Wahl. Triff eine Entscheidung. Genau, du hast immer die Wahl. Und wenn du es alleine nicht schaffst, von mir bekommst du mehr Lebensqualität. Echt. Hope to meet you in person one day. Tschüss, hab einen schönen Tag, bis bald wieder. Das war die Ruth Aschilje von Simply You für mehr Lebensqualität. Webseite www.simplyyou.ch. Tschüss.